So schlimm flimmert es auch gar nicht. Ist okay, machen wir so. Nein, du nicht. Du. So, dann können wir die wieder reinsetzen. Warum ist hier unten keiner und da keiner? Hier können wir ja keinen machen, sonst ist die ganze Wand hell. Das wollen wir nicht machen. So, so, nein. So. Und hier noch. Machen wir erst dich und dann dich. Dann passt das auch. Und dann Scheiben. Flimmert jetzt auch so ein bisschen. Aber hält sich in Grenzen. Und wie sieht denn das von draußen aus? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Gefällt mir das Birkenholz dazu. So, Türen hatten wir auch schon da. Ah, dann nehmen wir mal hier die Türen. Können wir eigentlich gleich zwei nehmen. Wir müssen nicht alle mitschleppen. Warum geht die nicht rein? Hier geht's so. Warum hier nicht? Und hier, wa? Nee, auch nicht. Aber du bist doch ein normaler Block, oder? Ich... Ups. Was ist das? Warum sieht ein Birkenholz so aus jetzt? Okay. Komisch. Na. Komisch, zumal ich die Textur habe und jetzt kommt die. Aber für eine Tür sieht das ganz okay aus. Kann man so lassen. So, machen wir auch helle Türen. Passt immer. So ändere ich den Griff. Glastür ist komplett, das ist blöd. Die sieht... Die ist schon okay. Und hier machen wir die komplette... Die. Hier geht es in den Garten rein, würde ich sagen. Und das passt auch ganz gut. Gefällt mir. So, warum das da jetzt so blöd aussieht und warum kann ich denn eine Tür nicht auf Carpenter-Blöcke stellen? Ich habe die doch immer auf Carpenter-Blöcke gestellt, oder? Ist doch auch der Block des Zimmermanns. Das verstehe ich nicht. Aber irgendwie gefällt mir das so nicht. Nehmen wir mal Glas weg. So, wenn ich jetzt die Tür stelle, jetzt geht's. Ich verstehe es nicht. Warum? Ich habe doch alle schon mal mit einer Textur belegt. Ist doch auch drauf. Warum geht das jetzt bei Birkenholz nicht? Warte mal, wenn ich jetzt den wegnehme, jetzt aus Versehen anderes Holz nehmen würde. So. Geht auch nicht. Warum geht denn das bei Holz nicht? Bei der anderen habe ich kein Holz runtergelegt, ne? Nee, da ist noch Erde. Da ist überall noch Erde. Und wenn wir das jetzt ganz anders machen und den Block so färben und dann einfach nur noch mal die Textur raufhauen, mal so machen, geht die Tür rein. Und wenn ich dann so mache, so wollten wir ja sowieso, so Tür auf.
Warte mal, dann mache ich das anders. Dann hole ich mal Wolle. Und dann ist das wenigstens so eine Türmatte oder so, ne? Oder Schill, hier Weizen. Ei. Gut, hat's überlebt. Mal da Weizen drauf machen, denn. Achso, der Rest ist wieder im Rucksack gelandet. So, 6 und 9 brauchen wir, ne? Für eine Matte. Wir müssen halt ein bisschen tricksen. So. Dann haben wir da so eine Fußabtreter, eine Schilf. Fußabtreter, Matte, keine Ahnung. So, so. So vorne kann es ja dran bleiben, damit das wenigstens so aussieht, als wenn. Das flimmert ein bisschen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Aber hier habe ich dann so eine kleine Fußmatte. Ist okay. Ja. Anders wusste ich jetzt nicht, wie ich das pushen sollte. Nervt mich natürlich das Flimmern. Hier geht es mit dem Flimmern. Da sieht man natürlich auch dieses Holz. Nur ist mal meine Frage, wenn ich das darüber lege, sieht man es nämlich nicht mehr. Und das Haus sieht einfach ein bisschen dreidimensionaler aus. Haben wir das noch irgendwo? Ja, hier. So und so. Genau, und dann könnte man das noch so machen. Dieses einfach ein bisschen ja, dreidimensionaler aus. Warum jetzt so? Bist du kein Carpenter-Block? Nö. Warum nicht? Kannst du mir vorstellen. Nee, müsste trotzdem gehen. Ah, Tür ist texturiert. So, muss ich dich da jetzt rausschlagen können, ja. Ups. Und die Leiter wieder rein. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. An den Carpenter-Blöcken hält natürlich kein. Natürlich halten die dran, aber wahrscheinlich wieder am Holz nicht. Aber willst du mich verarschen, ey? Hm. Muss ich hier schon wieder tricksen? Nein. So solltest du nicht kaputt gehen. So. Dann hole ich mir wieder einen blauen Stein. Das finde ich ja jetzt doof, dass das nicht am Holz hängt. Ich denke, das nimmt die Eigenschaften des Holzes an. Na. So, einen blauen Stein. So. Holz. Holz und Holz. Und jetzt die Leiter. Ist mir egal. Hauptsache, das hält so. Und jetzt müsste ich hier draußen wahrscheinlich auch wieder ihn ranmachen. Hm. Muss man hier anfangen zu tricksen? So, die Leiter würde ich ja gerne in komplett anderer Farbe haben. Entschuldigung. Haben wir hier noch schöne Blöcke? Das war Schnee. Schnee brauchen wir jetzt nicht. Aber hier könnte man groben Holz nehmen dafür. Dann hebt sich die Leiter auch noch mal ein bisschen ab. Ja.
So, und das sieht hier gar nicht schlecht aus. Sollte ich vielleicht auch in der Kirche mit den Banken machen. Das gefällt mir ganz gut so. Halt! Hab Fusch gesehen. So. Jetzt flimmert das draußen wahrscheinlich wieder, ne? Mal gucken. Nee, gar nicht. Oder ich sehe es jetzt nicht. Das passt schon so. So, jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, dass ich hier natürlich keine Kerzen rankriege, ne? Überall nicht. Finde ich doof. Dann könnten wir hier auch einen Stuhl vorsetzen. So, das machen wir wie oben. Erstmal so. Und dann machen wir hier so eine Stuhllehne dran. Finde ich okay. Hauptsache hier ist Licht drin. Und hier oben hat man jetzt auch Licht, ne? Ja. Gut, wir bräuchten hier aber auch ein bisschen Licht. Den hatte ich natürlich aufgefüllt. Ich nehme den erstmal weg hier. Ach so, ich kann ja nicht nur Holz machen, weil das sieht wieder ganz anders aus. Ah, geht ja nicht. Wie sieht denn das Holz aus, wenn ich das hinpacke? Mal so nebenbei gefragt. Das bleibt trotzdem so. Okay. Aber der sieht scheiße aus. Obwohl, sieht nicht scheiße aus, sieht nur anders aus. Versteh einer Minecraft. Na gut, machen wir hier so einen dunklen. Obwohl, da könnte man später auch so ein Bücherregal machen oder so. Würde dann wahrscheinlich noch besser aussehen. Kann ich hier so einen halben einsetzen? Nee, natürlich nicht. Ja gut, wir haben auf jeden Fall genug Licht hier drin. Das passt alles. Okay. Das ist schon mal halbwegs wohnlich da drin. So, dann wollen wir mal die Dächer hier anfangen. So nicht. Wenn ich den so ranmache, passiert das natürlich. War ja klar. Nein und nein. So. Ich hätte nie gedacht, dass das hier so eine Probleme bringt. Mit dem Holz. Nein, du kannst ja stehen bleiben für die nächste Schicht. So. Das machen wir dann hier auch. Und du auch. So. Und so. Und dann bauen wir uns mal hoch wieder. In dem frischen Schnee. So, und dann noch ein Hörner.